Guten Morgen. Guten Morgen. Das Zufallswort des Tages. Okay, bitte. Pulver. Pulver. Der Mick ist ein richtiger Pulververkäufer. Ja, Pulver. Das Ekelhafteste, was ich jemals zu mir genommen habe, war ein BCA-Pulverprodukt. Das hast du in den Shaker reingeschüttet, also erst Wasser drin, dann Shaker reingeschüttet und dann ist es einfach, das war einfach wasserabweisend. Das ist einfach oben so, oben drauf geschwommen. Shakest es so, machst auf, boah, das ist ekelhaft. Das ist auch schon mal gehabt, so richtig, sowas, was sich einfach null aufgelöst hat und dann einfach so. Boah, da kommt mir jetzt noch, da kriege ich Gänsehaut, das ist so ekelhaft gewesen. Ah, ganz ekelhaft. Was steht noch jetzt an? Ich darf heute, also jetzt gleich, die Klos putzen. Und dann haben wir um 10 Uhr, also direkt nach unserem Meeting, irgendwie drei Termine auf einmal, aber das ist immer so, der eine muss seine Karte abholen, der andere muss... Und ich brauche keinen Trainer und dann nochmal ein normaler Termin. Also das wird jetzt ein bisschen eng auf einmal. Und ich glaube, wir machen heute beide zusammen dann im Anschluss ein bisschen Hausmeisterarbeiten, oder? Mhm. Aha. Ich freue mich schon. Ich muss Markus da ein bisschen antreiben jetzt. Das ist echt ekelhaft. Also ich weiß auch noch nicht genau, wie wir da hinkommen. Ist ein bisschen scheiße, oder? Ja, kurz erklären. Wir müssen eine Kabelrinne wieder ein bisschen befestigen. Ja. Da ist aber ein Lüftungsrohr im Weg. Und zwar das dickste. Ich weiß noch nicht genau, wo wir da die Leiter ansetzen, aber das wird... Ja. Das letzte Mal, als wir da oben waren, gab es noch Hebebühnen. Da gab es aber auch noch kein Rack und noch keine Maschinen. Also, das wird was. Mal gucken, wie wir uns anstellen. Was macht man sonst Montag in der Früh? Klosputzen. Wie war dein Wochenende? Sehr schön. Ich habe Geburtstag gefeiert. War sehr, sehr lecker beim Essen. Darf man ruhig mal sagen. Wildere Steifels Küche. Wundervolles Steak gegessen. Also die haben echt Klassiker und auch für, ich meine, für 1950 so Spare Ribs und Pulled Pork. Aber in einer Qualität, das ist schon richtig geil gewesen. Also eine Vorspeisenplatte machen lassen mit verschiedenen Leckereien drauf. Am Schluss habe ich so alles aufgegessen und habe mir gedacht, okay, eigentlich wäre diese Vorspeisenplatte bloß in riesig auch richtig geil. Keine Ahnung. Also da waren richtig leckere Sachen drauf. Und dann am nächsten Tag, ich habe gar nicht so viel getrunken, wie ich geplant habe, dass ich trinken werde. Und am nächsten Tag war ich eigentlich ganz gut drauf und dann haben wir halt noch einen Ruhigen mit der Familie geschoben. Lecker Torte gegessen. War echt cool. Ja, und jetzt bin ich eigentlich ganz erholt wieder aus dem Wochenende zurück. Und was auch lustig war, ich bin ja am Freitag bin ich ja mal ein bisschen früher los. Um 16 Uhr hier abgehauen, beziehungsweise ist ja eh wieder später geworden, aber so. Das war einfach total strange für mich. Weil die Läden noch offen waren. Das war so voll komisch. Ich bin dann irgendwann später, so ich glaube um 7 oder sowas, bin ich vorne da beim... also ich fahre die Strecke sehr oft, praktisch bringe Königswiesen die Autobahn runter und dann ist ja der Rad, Zweirad-Center Stadler und dann kommen da Leute raus. Ich habe das noch nie gesehen, so eine Art. Immer um 8 Uhr raus. Also was wir hier machen wollen, ist, dass wir von der Standweite so bist, dass wenn du nach unten kommst mit deinem Fuß, dass du dann nicht über die Zehenspitzen rauskommst. Okay? Wenn ich runter gehe, also nicht oder? Hinten Fuß drauf. Ja. Und dann stellst du dich so hin, dass wenn du jetzt hier runter gehst, bist du eben dann. Ah, okay. Okay, ein bisschen weiter vor, genau. Ja. Geht das noch? Ja, das passt perfekt. Schön. Oh, der merkst du schon, gell? Wahrscheinlich beide Seiten dann, oder? Bitte? Wahrscheinlich beide Seiten dann. Genau, andere Seite dann.
Er ist auch zum Teil eine Balanceübung, ja. Also das ist halt jetzt eine Übung, die nochmal richtig schön auf die Beine geht. Ja. Aber halt auch einbeinig die Belastung hat. Das heißt, auch auf dem Feld im Football ist er nicht immer gewährleistet, dass du mit beiden Beinen dastehst, sondern musst du auch einbeinig mal ein bisschen was arbeiten. Und das ist auf jeden Fall eine gute Übung. Ich meine, für den Anfang reicht es wahrscheinlich jetzt erstmal ohne Gewicht. Ja. Du kannst aber dann einfach hier durch beide Hände halt die Kurzhantel nehmen und dann halt hier. Okay. Also so mit Händen halt. Wie viel hast du aktiv? Wir gucken. 10. Der Blick sagt alles. Ja, also wie gesagt, das ist ja dann der Tag, wo du. Und jetzt haben wir ja alle anderen vom anderen Tag auch schon gemacht, also du bist ja schon voll am Arsch, aber die Bulgarian Split Squats sind ja dann das erste richtige Beinübung an dem Tag. Mhm. Und dann hier auch nochmal, wo das Polster ansetzt. Okay. Und dadurch, dass es in so einem Halbkreis arbeitet, ist halt hier in der untersten Stufe dann so, dass das für die meisten Leute zu sehr eine Dehnung ist von dem Winkel dann hier. Deswegen muss man es dann vorstellen. Okay. Dass die Kniescheibe noch in der Luft hängt, okay? Okay, ich mach sie nicht. Macht sie nicht? Nee. Dann rutscht noch ein bisschen weiter runter. Ja, das ist so. Ja, genau. Und dann darfst du einmal das Polster komplett bis zum Boden rum. Ja, sehr gut. Sehr schön. Absetzen oder nicht, ne? Ja, das, so dass du in der Dehnung bist. Ob okay. du absetzen kannst oder nicht, ist ja eine Einstellungssache auch. Sehr gut. So, und halt mal deine Füße locker. Locker? Ja. Spürst du einen Unterschied? Ja. Dann muss so nach oben kommen. Sehr schön. Also bei der Variante, das ist praktisch so ein Hammer Curl, hast du natürlich auch noch ein bisschen mehr Unterarm mit dabei. Aber ich glaube für dich auch gar nicht schlecht wegen deinem Handgelenk. Yep. Er hat nämlich eine Handgelenksverletzung, wo es eben problematisch ist mit dem Abknicken. So. Das heißt, wenn er jetzt eine Querstange hätte oder sowas, das will ich gleich vermeiden. Deswegen nehmen wir es jetzt gleich in Neutralhaltung. Und dann kann er hier gleich ein bisschen. Handgelenksschonender arbeiten. Arthrose. Arthrose im Handgelenk. Und einmal Tag B. Und wir machen es jetzt einfach so, dass du die beiden Tage im Wechsel machst. Das heißt, eine Woche machst du ABA und okay. in der Woche drauf machst du BAB. Okay. Alles klar. Halt immer einen Tag Pause dazwischen. Wenn da mal zwei Tage dazwischen Pause sind, ist auch nicht so tragisch. Ja, ich schau halt, das ist schon mein Training. Geh mal hin. Sehr schön. Gut. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann noch zusätzlich oder Übungen tauschen willst, irgendwas, was du dazu haben willst oder so, kommst du einfach nochmal auf mich zu. Okay? Leckeres, Feines. Daniel, rechtfertigen Sie sich. Ich soll mich rechtfertigen. Der gute Mann hatte Geburtstag gestern. Yes. Alles Gute nachträglich. Dankeschön. Mein Stiftet war heute schon da und ja, für uns und unsere Mitglieder Muffins gebacken, beziehungsweise er und meine Mama. Und er war ganz stolz und hat gemeint, die Verzierung, die hat er gemacht. Genau. Und bei einem Speziellen meinte er auch, da hat er sich nicht verschrieben und muss es nur während dem Lesen drehen. Dann bleibt es auch beim 25.03. Geil. Ja. Die riechen unglaublich lecker, wenn ich das so sagen darf. Ja, denke ich mir, dass du jetzt weiter gleich was essen werdet. Nein, weil ich dich erstmal frage, was heute so ansteht. Was jetzt so ansteht, putzen, heute ist Montag, das heißt Montag wird immer jede Menge geputzt. Dann später noch ein Trainingsplantermin mit einem neuen Mitglied. Und ansonsten Büro putzen, Primetime. Die Woche verschiebt sich ja alles, denke ich mal ein bisschen, auch von der Auslastung her, weil wir ja jetzt Ferien sind.
Also wird es eigentlich, oh, ist immer schwierig zu kalkulieren, aber ja, die Schüler und Studenten, die kommen jetzt alle in der Früh, Mittag, also alle frei haben. Genau. Die immer leben. Zufallswort des Tages, Pulver. Pulver, Kreide, fällt mir da ein. Also Chalk für die Hände im Fitnessstudio. Also ich verwende es sehr gerne. Und sehr viele auch, die mit der Langhantel trainieren. Wir haben uns ja gegen Pulver entschieden, sondern für Flüssigkreide. Finde ich persönlich auch deutlich angenehmer. Pulver nicht so, macht dann so einen riesen Dreck und ja, man kann es schön dosieren. Ein bisschen drauf verreiben. Perfekt. Wie schaut es bei euch aus? Steht ihr mehr auf Liquid Chalk oder macht ihr lieber das Pulver an sich? Oder nimmt ihr gar nichts her? Oder so. Das oder ist es bei euch im Studio verboten? Oder so, genau. In sehr vielen Studios ist es ja verboten. Also ja doch ein bisschen Dreck macht, aber naja. Wenn man putzt, so wie wir, dann ist das kein Stress. Was macht ihr da? Außer dass du dein, oder dass du und Daniel seinen Geburtstagskuchen isst. Den dritten. Die sind echt gut. Hast du heute einen Fastentag? Ich habe keine Fastentage mehr. Oh? Die hat abgebrochen, oder? Nicht aufgehört. Ja, wir machen ein Konzept für die Miss Regensburg-Wahl. Wir wollen da mit den Mädels hier drin trainieren. Die sind 2 Wochen lang da. Und da wollen wir das natürlich so kontrolliert, wie es geht, machen. Das heißt, wir machen uns jetzt wirklich einen Plan, wo wir eben die Mädels so, ja, ich sage jetzt mal semi-personal-training-mäßig in so kleinen Grüppchen eben haben, dass wir da auch wirklich die Qualität sichern können in den 2 Wochen, dass sie da alles richtig machen. Und ja, da sind wir jetzt dran, das mal durchzuplanen. Erster Termin ist jetzt schon geplant, wir machen mit denen gleich mal ein Zirkeltraining. Sie müssen davor am besten schon unterschreiben, dass sie zu den anderen Terminen kommen, damit sie nicht am ersten Mal keinen Bock mehr haben. Naja, aber machen wir ein bisschen einsteigerfreundlicher, ein bisschen weniger Zeit, ein bisschen weniger Runden und dann ja, können sie sich so ein bisschen anstrengen mal und dann von da aus bauen wir dann wirklich einen schönen Trainingsplan zusammen, mit dem, wo wir es dann eben mit den Mädels machen können. Wir wissen ja selber noch nicht, wie erfahren die sind. Das heißt, es kann sein, dass da welche gibt, die noch nie in ihrem Leben trainiert haben. Kann aber auch, können auch sein, dass da Mädels wirklich drin sind, die Vollgas ballern schon. Das weiß man eben nicht. Und deswegen machen wir da jetzt einfach mal vorab schon mal so 3 Schwierigkeitsstufen sozusagen, wo wir eben sagen, okay, das kann man einem kompletten Einsteiger geben, das kann man jemandem geben, der schon ein bisschen Erfahrung hat, dass da eben das für die Gruppen eben ähnlich ist. Genau. Oder halt anstrengend bleibt, je nach Leistungslevel.